Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks und hier mit dem Tier 9 Jagdtiger, einem Panzerzerstörer der Deutschen in dem Fall. Gerade Himmelsdorf ist eine super Karte für ihn und dann auch noch Top Tier. Das Einzige, was hier so ein bisschen ungünstig ist, ist sein Team, aber ansonsten alles schick. Wir schauen mal, was er so reißen wird. Von dem Sound her, vom Spiel her, nicht wundern. Ich habe da mal mein Modpack ein bisschen überarbeitet. Die Installation seht ihr ja wie immer. Einfach bei YouTube Alcaramba Modpack Tutorial. Und dann seht ihr schon eine Installationsanleitung. Musst ihr selber kurz überlegen, nach was ihr sucht. Aber Alcaramba Modpack Tutorial. Und dann habt ihr das auch. So, da kommen die ersten Hits. AT. Ja, sehr schöner Hit. Er steht hier fantastisch gut, also besser geht's gar nicht. Ah, schade, der ist wohl ein bisschen noch nach unten geflogen. Besser geht's gar nicht, als mit dem Panzer hier zu stehen, weil da kommt einfach keine Sau durch. Die Frontplatte, die weiche untere, die ist geschützt und oben ist er halt sauhart. Und gerade noch als Top-Tier, da ist wenig, was er hier fürchten müsste. So, das wissen jetzt wahrscheinlich auch die Gegner und denken sich, nee, auf den habe ich da keinen Bock mehr. Aber man sieht schon auch ganz gut die Teamverteilung. Gerade Nullerlinie fahr auf dem Berg, dann die Schlachtergasse, die Achterlinie auch sehr viel. Das heißt, sinnvoll, dass er hier jetzt nicht weiter vordrückt, weil er ist nicht der, der drücken müsste. Der AMX spottet hier mal kurz, aber zieht sich dann auch direkt wieder zurück. Der wird sich auch denken, nee, kein Bock auf dich. 0 zu 2 steht es aktuell, heißt aber noch gar nichts. Hinten die Art, die ganz schön im Hintergrund gehört. Das macht so, diese Modpacks macht das Spiel so ein bisschen stimmiger. Mit Auto-Aim oder was? Ja, warum nicht? Aimen ist was für Mädchen. Haut man den halt mit Auto-Aim weg. So, jetzt hat er da oben den Hügel. Ah, oh, sehr schöne. Zack. 9,6 Sekunden Reload und dann halt so einen Schaden. Oh, der T-54. Jetzt will er aber erstmal den AMX. Nee. Oh, wie die Leute ein Timing haben, auf gerade mal eine halbe Sekunde so aus der Distanz rauszufahren, sieht man immer wieder in meinen Replays. Wie wenig teilweise einfach fehlt für so einen Hit. So, AMX. Ja, du bist zu doof. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der AMX da so nochmal vorfährt und ihm so leicht macht, weil das war doch klar, dass er da unten noch steht. Aber gut, er hat sich gefreut, denke ich mal. So, und er rückt jetzt hier weiter vor. Und 3 zu 4, also alles noch im absoluten Rahmen. So, jetzt T-25-2, hier einfach eine schnell ins Heck. Oh, da ist auf einmal die Arti neben ihm aufgeploppt. Gott sei Dank über ihn geschossen. So, jetzt hat er den ersten beseitigen können. Die Frage, wartet er auf die Arti oder fahrt er nochmal in die Gasse rein? Er fährt in die Gasse rein. So, jetzt auf den Tiger. Ja, schön. Also er hat jetzt hier die sehr schöne Situation, dass ihn hier wirklich keiner so großartig im Fokus hat. Nee, der war zu schräg. Oh, 320 Schaden lediglich. Hat er die kleine Kanone drauf. Ja, genau, da hat er... Ja, kriegt er jetzt perfekt die Front serviert. Und jetzt auch hier so müsste der... Vielleicht oben, ja, genau. Jetzt ja. Ja, schön, da dreht er genau sein Helmchen so, dass er perfekt drauf schießen kann. 4500 Schaden aktuell am Start. Ah, Auto-Aim hat hier ein bisschen zu hoch gezielt. Er hätte das gebraucht, dass es ein bisschen weiter unten geht. Fahrer ist tot. Jetzt er. Ja. So, WZ trifft ihn aber auch gut. Nach dem Fahrer ist jetzt der Motor im Arsch. So.
hat er noch ganze 31. Wow, er hat nur noch 5. Alter Verwalter. Das ist nicht mehr viel. Jetzt muss er als erster sein. Ja. Gott sei Dank hat er da den schnelleren Reload. Weil wirklich die HP hat er hier nicht mehr für irgendwas. Jetzt bounce der T-54-1 auch noch an ihm. Sehr schön gesehen, obwohl er jetzt hier durch den T-54 in Zugzwang gekommen ist, hat er aber trotzdem den Panzer hinten kreuzen sehen. Sehr gut. Mal schauen, ob er den Motor repariert oder ob er das so belässt. Ne, Motor ist wieder heil. Aber aktuell 6077 Schaden. Mal schauen, ob er hier noch zu was kommt. Aber mal ganz nebenbei auch noch den Krieger gemacht. So, da oben ist der T-54 wieder offen. Ah, so. Ah, schade, schade. Der hätte auch ruhig noch sitzen dürfen. Mal schauen, ob er da jetzt vielleicht da vorne nochmal rausspitzelt, wo er jetzt hinschaut. Wird ja auch ganz gerne mal gemacht. Jetzt wird hier schon gekappt, aber allerdings der Jagdpanther hier drüben zu sehen, geht schon auf den KV-3 drauf. Auch immer mal wieder noch kurz zu zeigen. Durchschlag 276 und 352 mit Premium. Also da muss man schon einen doofen Gegner finden, um da nicht durchzukommen. Optisch ein wirklich, wirklich nettes Ding. Gefällt mir sehr gut. Klaren Faust. Oh. Und da sind alle mittlerweile schon tot. Das ging jetzt ganz schön schnell. Die AT hat den T-54 weggemacht im Close Combat und die ES-8 dann den Jagdpanther. Ja, war eine schöne, schnelle Runde mit 6000 Schaden. So soll es sein. Ganz unaufgeregt und 5 HP zum Überleben haben gereicht. Mir hat es gefallen. Ich hoffe euch doch auch. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Alcaramba.